Ja. Und ich denke mal nicht, dass hier sein Büro ist, sondern einfach nur ein Durchgang ist. Ah, okay, ein Durchgang mit Raum. Der Kaffee ist auch in riesen Geräten und ist groß. Oh, das ist der, ich glaube nicht. Ein Treppe aus Paletten führt nach oben. Vor ihm habe ich ein bisschen Respekt, ob das der Mann ist, den wir suchen. Hat auf jeden Fall einen geilen Sessel. Ich auch gerne. Ein präparierter Fisch, der die Uhrzeit berät. Cool. Und hier ist wohl das Gespräch, was wir führen müssen. Er schreibt relativ schnell. Before you is a walrus of a man, seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Ich muss sagen, er hat, ich finde von seiner Zeichnung her, wie er hier ist, passt total gut in die Rolle rein, die er spielt. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Sind Sie der Boss der Hafenarbeiter? Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. Er deutet auf einen winzigen Stuhl, der gegenüber, es ist der hier, ja, der gegenüber seines riesigen Schreibtisches steht. I'm Everard Clare, head of the Dubardes Union here in Martinez. Der Mann machte sich in seinem Sessel gemütlich und fährt fort. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? Ich glaube, da lügt er. He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. You go ahead, detective. Mit einem Nicken deutet der Leutnant erst auf dich und dann auf dich. Whatever he has in store for you, it can't be good, he ja. Thinks. I'll do my best. Oh Gott, ich hoffe... Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. Okay. It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Forget about it. Filter it out. Okay. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you're a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Er zwinkert verschlagen. Du bleibst ernst. Du versuchst zurückzuzwinkern. Verdammt. Was ist dieser Stuhl unbequem? Wir versuchen zurückzuzwinkern. So tell me, how can the head of the Dubardes Union help a representative of the Rivershall Citizens Militia today? The chair you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Oh, wir haben einen Lebenspunkt verloren. Heilen uns direkt, aber. Oh, by the way. I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. Ist das so eine Art Bossfight, wo er der Stuhl uns jetzt die ganze Zeit mit jeder Frage Schaden zufügt? Das wäre richtig cool. This should take care of that nonsense. Er zeigt auf einen riesigen Scheck, der auf seinem Schreibtisch liegt. Der ist wirklich lächerlich groß. Lawrence Gart. Den Namen kenne ich. Ich weiß noch nicht mehr ganz genau, wer er war. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences. Ah, okay, with the cafeteria manager. Hab ich gedacht. Go ahead, take it. Okay. Hey, that's 25 real. That's good money. Think of all the stuff you could. Moment, die kennen Gart? Yes, I know Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. Hmm. With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Das ist aber nur ein einfacher Check. Behalten Sie ihn, ich brauche ihn nicht. Du lässt den Check liegen. Sie können Ihren lächerlichen großen Check behalten und ihn sich in den Arsch stecken. Nee, ich meine... Die Frage ist das Bestechung? Ist das schon Bestechung, wenn wir von ihm das annehmen? Für unsere Arbeit. Ich glaube, als Polizist dürftest du es nicht annehmen. Aber gleichzeitig, es sind 25 Real, das ist jetzt nicht die Welt. Wir bedanken uns. Don't mention it. But also don't forget it. I'm just kidding, of course.
He's not. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, Union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. Scheiße, der weiß alles. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. Oh yeah, oh yeah. The world is swallowed by a black hole of fear. Only two words escape its gravitational pull. Lost and gun. Okay. When he said, don't worry, he actually meant, be very worried. Ich mache mir keine Sorgen, es ist gar kein Problem. Ich würde jegliche Hilfe zu, der sie in der Lage sind, zu schätzen wissen. Das ist, glaube ich, das, was unsere Schauspielkunst uns sagt. Are you all right, Harry? You seem anxious. Don't be. Verdammt. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. Du wendest dich an Kim. Das ist aber die schlechte Option, aber 3%. Wir schaffen's nicht. Das können wir gar nicht schaffen. Also, wir können es nur mit einer Doppel-6 schaffen. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clare's help with this. I wouldn't be so sure about that. Verdammt! Scheinbar zu sich selbst. Das verhehlen wir. God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry. Nein, ich werde nicht heulen. You're about to cry. Because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Ich werde nicht heulen, du versuchst cool zu bleiben. Na und auch Männer können heulen, ja, können sie. You want to cry? God, you're weak. Whatever you do, don't cry. You'll think you're disgusting. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois, he keeps repeating? What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Scheiße. Das ist echt ein Bossfight. Mr. Dubois! Harry! So heißen wir also, Harry Dubois. Der belehrte Mann schnippt mit den Fingern, aber zeigt keine Wirkung. Du bist irgendwie benommen. Wie ein Wackelpudding mit Schuss rutschst du vom Stuhl. Es gibt keine Harrys. Dein Verstand zieht sich an einem sicheren Ort zurück. Wir rutschen vom Stuhl. Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Verdammt, ey, ich hoffe, wir sterben hier nicht. Some kind of medical emergency? Maybe you could use your hands somehow. In a kind of throw-in motion. Like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Nee, besser wird's nicht werden, Herr Dubois. Du gestikulierst vage mit deinen Händen über deinem Kopf. Ja, voll, Mann, mir geht das total super. Du rutschst weiter nach unten. Dieser Stuhl ist wirklich unbequem. Ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. Du setzt dich gerade hin. Ich schmelze. Wir setzen uns gerade hin. What an odd demonstration of... you got me, Harry. Oder sind wir Harry? I don't even know what. Harry, ja. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Verdammt. Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. Quick. Here's your window. Yeah. Get yourself together and ask him questions. Police officer questions. Gut. It is about time to stop embarrassing yourself. Questions will help you regain some of your lost dignity. Oh Gott, wir müssen die Fragen gut auswählen. Und wir haben... neun. Okay. Das könnte schwer werden. Ich habe gehört, dass die Gewerkschaft in dem Drogenhandel hier am Ort verwickelt ist. Ich habe gerade Ermittlungen zum hiesigen Drogenhandel abgeschlossen. Wollen Sie mir gar nicht fragen, wie ich hier reingekommen bin? Sie haben mich, Herr Dubois, genannt. Warum reden wir über meinen Verschwundenen? Ich möchte über den Lynchmord reden. Ich stelle Nachforschung zu Ihrem dubiosen Gebräu an. Ich habe Joyce getroffen, die Vertreterin des Unternehmens. Ich werde jetzt gehen, aber vielleicht unterhalten wir uns später noch einmal. Ich glaube, Lynchmord ist die beste Option. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martin 8. Ja, eben. I know everything that goes on around here, and I would love to discuss it with you.
I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Jetzt kommt das Aber. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Wir sollten ihm nicht zu viele unsere Informationen geben. That sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Ich habe in meinem Leben schon so einige Türen geöffnet, alle bis auf die blaue. And I'm sure you're gonna open this one with flying colors, Harry. This really is very simple and there's nothing shady about it. Ich glaube, das ist Ironie. An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the Archliar. Pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Ja, ich glaube, das ist nämlich echt eine gute Idee. Scheiße. Ich glaube aber, Kim hat auch zugestimmt. Verdammt, na schön, ich kümmere mich euch darum. Wir müssen über diesen Mord reden. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. Er schnippt mit dem you Finger. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Offensichtlich ist er zufrieden damit, wie er alles eingefädelt hat. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Okay. Okay. Ich habe gerade Ermittlungen zum hiesigen Drogenhandel abgeschlossen. Das war jetzt der Fall. Das war eigentlich die wichtigste Frage, das ist gut. Ist die Frage, eigentlich müssen wir ihm nichts sagen. Ich habe ein bisschen Respekt, dass wir jetzt was Falsches sagen. Ich weiß auch gar nicht, was wir alles mit ihm reden wollen. Wir wollten eigentlich nur mit dem Mord über ihm reden. Wir können aber... You've got a lot of spirit clearing up the drug problem alongside this murder. I'll talk to the mayor and see if I can get you the key to the city, Harry. Now, let's talk real business. Actually, Rivershaw doesn't have a mayor. He refuses to discuss it further. It's probably just a small nuisance to him. Okay. Die haben sich, glaube ich, nicht gut verstanden, ne? Könnte uns nützlich sein. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. Ah, doch noch nicht. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Hätte ich auch gesagt. We're all trying to do what's best for Martinez. Don't feel like you shouldn't work with her just because you and I are such good friends. I'm not a jealous guy. Joyce meinte, dass die letzte Anführerin der Gewerkschaft unter verdächtigen Umständen verschwunden ist. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht die Wahrheit ist. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew. Or a hairdryer. Or an iron. Das ist eine Lüge. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. This particular brand of humor he has, it makes for a fine distraction. What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Bei früheren Verhandlungen hat ihnen im Namen des Unternehmens Zugeständnis gemacht. Warum sollten sie einen solchen Verbündeten fortschritten? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family.
God knows how long he's got left. Sie haben ihn einen Zwerg genannt? Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Wir bleiben bei dem Thema. Ich glaube, das ist vielleicht tatsächlich eine gute Idee. If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. Hat er eine Angel stehen? He doesn't want to see her. It's as simple as that. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Everard doesn't mind. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Wollen Sie mir gar nicht fragen, wie ich reingehe? Achso, sind Sie neu in Optionen? Sollen wir doch mal über den Revolver reden? Ich habe ein bisschen Angst davor. Yes, your lost gun. My best men are on it. They're turning every stone, searching every playground, asking kids, grandmas, everyone. Your gun will be found, Harry. Let me assure you of that. It's just a matter of time and effort. The only way to find it seems to be working with him. He might even be holding your gun hostage. Könnte er meinen Revolver wirklich als Geisel einsetzen? Moment. Es kann sein, dass jemand den Revolver in Rollys Funhouse gekauft hat. Haben ihre Männer das berücksichtigt? Ich lasse mich nicht wegen Revolversache nicht erpressen. Mein Revolver ist mir egal, sie können ihn behalten. Heißt das, wenn ich Sachen für sie erledige, bekomme ich meinen Revolver zurück? Ich glaube, wir brauchen den Revolver nicht. Ehrlich gesagt, sind wir zu... Wir sind zu weit fortentwickelt, um uns um den Revolver zu kümmern. Ist nur die Frage, sie können ihn behalten. Ich lasse mich deswegen nicht erpressen. Harry, Harry! I was only trying to be tactful. A lost gun is a dangerous thing. I can't have it around in my neighborhood. Kids could be playing gun roulette with it as we speak. Teenage gangs could be arming themselves. Get a hold of yourself, Harry. Haben wir noch mal gut ans EP bekommen, auch wenn ich noch immer nicht weiß, wo der ist. I assure you, we are working on locating the missing sidearm as well. Excellent, Mr. Kitsuragi. That's excellent news. Looks like we have a friendly gun-finding competition on our hands. Nochmal zu unserem Namen. Puh. Of course. Let us dispatch with the formalities. You call me Everard, I call you Harry. My God, so it's true. I didn't want to believe it, but you are a fantastic science fiction amnesiac cop, aren't you? What are the odds of that? I think the odds of that are very low. It might be a good idea to hide your confusion. I mean, see what his game is first. Ich wollte sie nur auf die Probe stellen, meine Geschichte ist in Ordnung. So good to hear that, Harry. Apparently my sources were wrong. However, if you did have a spot of memory trouble, I could help you out. With my big fat folder. Ah, er ist wie der Teufel sozusagen, der sagt, mach nur das für mich und du kriegst alles, was du willst. Du kannst dich wieder an alles erinnern. Words flow like a river of honey from his lips. I guess word has already reached him. No matter. Are you trying to tell me you've gotten hold of some of our documents? Der Leutnant betrachtet Everard über seine Brille hinweg. Mr. Kitsuragi, would you mind? Me and Harry are talking about his lost identity right now. Don't just jump to the folder. That's not smart. Shows you're on the edge. Do some probing first. Um zu klarzustellen, wie laut mein vollständiger Name, wissen Sie, wo ich wohne? Wissen Sie etwas über meine Familie? Habe ich eine Frau oder Kinder? Was steht da, was für ein Bürger ich bin? Wo habe sie die Akte her? Mittel, du wirfst noch mal einen Blick auf die Akte.
Warum machen wir das nicht? Wir haben 92%, das sollten wir eigentlich auch so schaffen. Wir haben die Dokumente vorher gelesen. As you look at the folder, Everard covers it with his hand and pets it. He's hiding it from you, because it's not a real RCM folder. It's just another one of those brown folders you saw in the file cabinet. Und das ist keine BMR-Akte. Okay, Harry, you got me. This is from the Census Bureau, not the RCM. Those Census Bureau people are absolutely corrupt. You should do something about them. He got the name from the Census Bureau, and everything else from your actions here in Martinez. Yes, yes, Mr. Kitsuragi, from the Census Bureau. Like I said, now I'm actually a very busy man. So is there anything else I can do for you, Harry? That means he doesn't really know anything about you. A pity. The mystery of you will have to remain a mystery for the time being. Laut Statistikamt ist mein Name also Harry Dubourg. Yes, that's what I said. Try to keep up, okay? Let's move on. Ich weiß nicht, ob wir die zwei Fragen stellen wollen. Ich überlege gerade, ich weiß aber auch halt noch nicht, wie wir hier wieder rauskommen. Das ist so ein bisschen das, was ich mich frage. Vielleicht... Ich weiß nicht. Kommen wir durch die Tür? Ist das der Schlüssel gewesen in dem Büro durch die Tür? Sonst reden wir aber einfach nochmal mit ihm. Ich glaube, die zwei Fragen müssen wir im Moment noch nicht machen. Ich glaube, das verrät uns nur. Wait. You need this to get in and out through the gate. Ja, eben. Er zieht eine Plastikkarte hervor. Danke, ich hatte mich schon gefragt, wie ich hier wieder rauskomme. Super, ich will ja hier nicht sitzen. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Puh. Das Gespräch war interessant. Super interessant. Wie ein Bossfight. Mir richtig Spaß gemacht. Was meint ihr zu dem Bossfight? Gut, dass wir voll gestackt waren mit Items, um uns zu heilen. Das hat uns, glaube ich, nochmal ein bisschen aus der Lage gerettet. Und ja, richtig cool, dass man so einen Bossfight einbauen kann. Großartig, also ich bin immer wieder überrascht, wie cool das Spiel Sachen macht. Richtig kreativ, also ich habe vollsten Respekt für die Entwickler. Das ist echt beeindruckend, also super, super gut. Und wir haben ein paar Informationen bekommen. Ich hoffe, wir finden noch ein paar mehr Leute, mit denen wir reden können. Wenn nicht, heißt es, glaube ich, als nächstes wieder zu Claire zurückzugehen, um ihr von dem Gespräch zu erzählen. Aber ich weiß noch nicht so ganz genau, was uns das bringt. Wir können mit der Anwältin reden, die ein bisschen verunsichern mit unseren neuen Informationen. Aber auch das... Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wo unsere Reise uns hinführen wird. Wir haben aber damit auf jeden Fall zwei gute Optionen für das nächste Mal. Und die 21 Uhr kommt mit jedem Ticken der Uhr näher. Und dann haben wir auch nochmal ein Gespräch. Und von dem erhoffe ich mir eigentlich relativ viel. Oder wir sterben. Aber auch das wäre interessant zumindest. Und ja... ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Follow da lässt. Es wäre richtig cool, wenn mein YouTube-Channel ein bisschen wachsen würde und ich mehr Zeit in das Ganze investieren könnte. Und ein Like freut mich, ein Kommentar freut mich auch mega. Ich streame auch auf Twitch jeden Dienstag um 15 bis ungefähr 18 Uhr im Schnitt. Und manchmal auch spontan, gerade wenn was Neues ansteht. Vor kurzem haben wir Titan Quest gespielt, das spontan eine neue Erweiterung gekriegt hat. Richtig gut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischauen würdet, ein Follow da lassen würdet. Dungeon Frog da allerdings zusammengeschrieben. Und in den Zeiten wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Und bleibt auf jeden Fall alle gesund. Und bis zum nächsten Mal. Euer Dungeon Frog.